wir müssen. Leute, was der Daddy jetzt nicht weiß, ich habe was vorbereitet, gleich mega. Und zwar, hier Hochtechnologie. Heute Einkaufshändler, Einzelhandel. Kommen hier mal diese Durchsagen und so. Und da gehe ich dem richtig schön auf den Sack. Während der ganzen Dauer von unserer Laberrunde gehe ich dem schön auf den Sack. Ich habe hier mal ein hochprofessionelles Durchsagenterminal gebaut, wie man hier sehen kann. Das ist der L-Knopf für Laberknopf, also Durchsage. Das ist der Fader für die Lautstärke. Hier das Mastervolumen, hier der Poti. Da kann man sehen, alles ist ready hier geschaltet, läuft also. Und hier, ältere Generationen werden das noch kennen, Tape-Kassette, Pause, Play, Stopp, Vorspulen und Record. Damit werde ich ab und zu, ich weiß nicht, ob es funktioniert hier nachher beim Schneiden und so, aber werde ich ab und zu dann mal ein bisschen Einkaufsmusik einblenden. Natürlich nachher im Schnitt. Der wird gleich erstmal gar nicht wissen, was ich da vorhabe oder so. Vielleicht funktioniert er. Wollen wir mal sehen. Also ihr wisst Bescheid, er nicht. Gleich kommt der Laberhund, dann setzt er sich hin und dann geht das hier los. Mega! So, aber jetzt erstmal hier. Handy-Karussell? Ja! Warte mal, ich mach jetzt mal das an. Sound und dann... Ist jetzt Radio. Stimmt gar nicht. Das ist ein Love-Tape, zusammengestellt von Danny für mich. Geil! Oh, geil. Das funktioniert, ja. Dazu kann ich kurz was erzählen. Genau dieser Effekt war in einer zum Beispiel Leslie-Orgel früher verbaut, die man so aus den 70ern kennt, wo man diesen Korpus hatte mit der Klaviatur oben und dann unten in dem Korpus hattest du ein Pedal mit elektrischem Motor. Da war genau auf so einem Gestell hier eine Box, nämlich die Box, die den Sound von der Orgel rausgibt, nämlich montiert, und man hatte ein Pedal, da konnte man schneller oder langsamer machen, und je schneller hat die sich geredet oder langsamer. Kennst du? Dadurch kam ja dieser typische so, mega. 1, 2, 3. Hallo liebe Tabletop-Freunde. Laberrunde, Jürgen. Laberrunde 08. Oh ja. Bist du eigentlich sicher, dass die Nummerierung stimmt? Hatte ich 5, dann habe ich 6, 7 gemacht, jetzt ist es 8. Jetzt ist halt 8, das ist logisch, ja. Macht Sinn. Erstmal Gliederung, Reihenfolge. Weil wir haben heute ein bisschen Verschiedenes. Wir haben nämlich, natürlich gehen wir, wie beim letzten Mal gesagt, jetzt heute auf das Thema vom letzten Mal ein, also was wir am Ende gesagt hatten. Aber wir haben auch ein bisschen Tabletop dabei, Junge. Geil, oder? Echt? Ja. Ich habe Tabletop dabei. Soll ich mal Tabletop sagen? Weil? Warum jetzt Tabletop? Weil wir ja die Tablefighters sind und weil wir jetzt auch ein bisschen hier Tabletop mal nochmal einbauen. So. Ach, weil das Kommentare gab, so von wegen, ihr macht kein irgendwas, Tabletop. Aber kein Tabletop. Ihr habt einen Tabletop-Kanal, labert aber die ganze Zeit nur irgendeine andere Scheiße, was aber irgendwie auch cool ist oder sowas in der Art und... Also eigentlich sollte man deswegen ja genauso weitermachen, aber ich habe mir gedacht, ein bisschen Tabletop bringen wir auch in diese Laberrunde. Echt? Ja, aber nur ein bisschen. Okay. Zwei Sachen. Ja, weil Tabletop läuft ja schon genug auf diesem Kanal. Mit ja, ist egal. Aber eine Sache wollte ich euch zeigen, mache ich nämlich noch fertig für Wasteland. Diese Mini hier. Du musst das sonst... Ja, ist der das doch nicht scharf. So, ne? Ja. Wird noch ein bisschen ummodelliert, weil da sind Klamotten zerfetzt, sieht schwul aus, ist von Brasavini, wird morgen ein bisschen anders gemacht. Ach, die dicke Titten oder was? Ja, und auch so nackt und keine Ahnung. Warum hat die denn einen silbernen Nippel? Ja, weil schon ein bisschen rumgekratzt mit dem Messer.
Plastische Chirurgie. Und vor allem, wieso soll die denn so im Wasteland rumrennen? Ja, weil es eine geile Sau ist. Ja klar, hier Gasmaske aufgesetzt, Knarre, alles geil am Start. Und dann aber, Mann, hat mir mein Shirt zerrissen, so. Das hat sie ja wahrscheinlich selber gemacht. Läuft dann durch die Stadt, so durch die Stadt, dass sie sagt, Mann, hat mir mein Shirt zerrissen. Die Knarre irgendwo versteckt, hilft mir doch so. Und dann kommt natürlich irgendjemand, ein Edelmann, der ihr helfen muss. Mhm. Und dann sieht sie, dass er ihr helfen will. Und dann rennt sie in so eine dunkle Gasse hinein. So, wo sie dann sieht, so, da hier sieht mich auch keiner. Ja. So, und dann hinterher, junges Fräulein, bleiben Sie doch stehen. Weil er natürlich so, das Schürze, aber ich muss ihr helfen, ich bin ein Edelmann. Ja, aber so. Gelegenheit nutzen auch. Genau so. Ja. So, und geht dann da so hin und her. Und dann im richtigen Moment raubt sie ihn dann aus, weil sie überwältigt ihn dann. Ja. Ne? Hält dann so eine Pistole direkt so unter die Nase hier. Gasmaske hat sie auch schon aufgesetzt, damit man sie nicht erkennt. Genau. Oder sie hat noch so ein Spray, so ein Gasspray. Auch geil, ja. 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 Cool. Also, das ist das eine für Tabletop. Und das andere... Das ist eigentlich eine geile Mini. Das andere ist super geil, weil... Super geil. Ja, musste ich sofort kaufen, als ich es gesehen habe. Ach, du Liebe. Und zwar... Das hat er auch noch was gekauft. Ja, fürs Wasteland. Diese Box hier... Oh, geil, die hast du geholt? Wie? Da waren wir doch schon ein paar Mal im Laden und dann hast du irgendwie... Das ist aber... Das ist noch die alte, ja, wo nämlich die 30 Stück drin sind. Also, diese ganzen vielen Gussrahmen. Labor. Weil wir haben euch ja 100.000 geile Sachen im Video. Ja, eine ist schon lose. Das Doofe ist, es sind so Zombie-Frauen. Das ist aber nicht ganz so schlimm, weil arme Zeug, alles einzeln, da kann man eine Menge draus bauen. Und Alter, wie hast du jetzt schon ausgeknipst? Ich habe überhaupt nichts ausgeknipst. Da sind nur ein, zwei irgendwie lose oder so. Ist doch gebraucht, die Box. Ach so. Weil wir haben das so oft gesagt, hier von Wargames Factory, diese Survivors und so. Die alten Boxen, also wo dann da irgendwie 30, 40 Männchen drin waren, immer die gleichen zwar, aber dann konntest du in Varianten alles zusammenbauen. Und das ist noch eine von den alten. Oh, geile Fressen, Alter. Und ja, eben. Und mit Mini- der eine hat auch eine Hand im Arm. Ja, das sind ja alles eigentlich Zombie-Frauen, aber mit minimal Green-Stuff-Aufwand wird man da auch normale Leute draus machen. Nee, so. Guck mal hier die gehackten Fressen an. Ne, Arme, Körper, alles einzeln. Gibt auch so einen kriechenden Torso, dabei ist auch sehr geil. Ja, sicher. Ja, musste ich unbedingt kaufen. Ja, was hast du noch hingelegt? Ich habe bezahlt mit Versand, ich glaube, 23 Euro. Oh, die Box hat irgendwann früher zweimal, steht da hinten noch drauf, 19,90 gekostet. Das ist aber Latte, weil gibt's nicht mehr. Und deswegen, hier kann kleiner Aufruf. Ich weiß, manche finden die Boxen nicht so geil, weil zum Beispiel die Arme manchmal ein bisschen Mongo aussehen oder so oder ein bisschen zu schmal sind oder so. Aber wer sowas hat irgendwie, scheißegal, davon die Survivor männlich, weiblich. Oh ja, schreibt uns an. Völlig Latte, genau, schreibt uns an, wollen wir haben. So, weil es geil. Für Wasteland ist das geil, immer nochmal eine Variante, man kann immer nochmal so einen Arm brauchen. Boah, was für ein hässliches Design, Alter. Ja, klar. Boah, ey, so ganz schlecht 3D-modellierte Kackpüppchen. Dann hinten hier so dieser Verlauf, erinnert mich so ein bisschen Tron-mäßig, müsste jetzt auch nur in so einem Raster ganz sein. Schlecht. So. Alter. Aber geil. Naja, aber cool. Sehr cool. Das war mein Tabletop-Beitrag. Echt? Das war's? Ja. Ja, das gefällt mir. Kurz, knackig, knapp und geiler Stuff und ja. Einfach mal wieder was so. Aber das reicht jetzt. Ja. So, was machen wir als nächstes? Ja, ich habe da auch was vorbereitet. Oh, geil. Moment. Oh, so. Fette Kiste. Fette Kiste. Hm. Was könnte das sein? Die Leute wissen schon, was es ist. Nur du nicht. Mhm. Ist das geil, Junge. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Oh, was hat er da? Leute, jetzt kommt's. Jetzt kommt das Supermarkt-Durchsagen-Mischpult. Oh, Achtung! Oh, geil. Achtung! Hast du gehört? Mhm. Nee, hast du nicht, weil es ja noch nicht reingeschnitten. Aber kommt dann. Aber ich glaube, ich weiß, was da. Achtung! Oh.
ist ganz schön kacke, weil ich mache jetzt so, als wäre es schon da, der Sound, aber den muss ich ja jetzt irgendwann die Tage erst reinschneiden, deswegen so ein bisschen, ne? Achtung! Ja. So, jetzt, war jetzt so, als hätte ich gelacht, weil der ja so lustig ist. Ja, ja, klar. Achtung! Achtung! Ich bin gespannt, wie das geht. Achtung! Und jetzt, Leute, habe ich euch ja versprochen, das ist ja hier auch für dich, Deli, ne, dass ihr, das ist ja der L-Knopf, der Laberknopf. Mhm. Erst kommt Gong und dann Soll man eigentlich so was sagen. So, dann habe ich schon erklärt, diese vier Knöpfe hier, 1, 2, 3, 4, sind einfach nur das Zeichen dafür da, dass die Anlage bereit ist. Die Lage läuft. Ach so, man sieht das. Das ist ja ein Status. Ja, LED genau. So. Halt. Ja. Sonst, wenn ein Fehler wäre, wüsste man hier so Box 32 in Gang 4B ja, oder so, wäre ja kaputt. Alles ja klar, läuft aber alles hier. Das hier ist der Fader für den Kanal des Ansagers. Mhm. Den habe ich eigentlich auf Vollgas. Und hier ist das Mastervolumen für die Lautstärke. Ne? Und hier habe ich schon erklärt, Deli, das ist für die Musik in dem die dann immer so läuft. Ja, genau. Zeit, so, ja, ne, ja. Mit den Zeichen. Deli, kennst du die Zeichen noch von ja, früher? Ja, klar. Pause, Play, Stopp, meistens Stopp, Eject, dann Fast Forward und Rec. Sehr Aufnahme. Geil. Und das Ganze ist in der Form einer MC Musikkassette. Mega. So, Achtung! Und jetzt kommt eine Ansage. Guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Deli, bitte 32, die 16. Guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Deli, bitte die 32, die 16. So, und dann nach einer Zeit nochmal so 32, die 16. Ja, Moment, das müssen wir hier mitmachen. Du musst erst darauf drücken. Ich muss erst 32, die 16. Dann genau. Aber jetzt müssen wir wieder Musik an. Jetzt hat er die Musik angerückt. Wie ihr jetzt hört, die Musik läuft ja im Hintergrund. Boah, Junge, das wird eine ganz schöne Schneidescheiße für mich. Ja, sicher. Also wenn das irgendwie läuft, alles so, wie ich mir das vorgestellt habe, müsste jetzt die Musik auflaufen und alles genau auf die Times hier, auf die Knöpfe und so. Ich mache jetzt mal einen im Original, wie es eigentlich jetzt ist, ohne alles mit den Sounds. Achtung! Vorbeigetroffen. Nochmal Achtung! So. War jetzt eigentlich nicht zu hören. Ja, so, und deswegen, ich bin jetzt hier heute der Regieassistent. Und also sind wir im Supermarkt. Es geht die ganze Zeit um Einzelhandel, haben wir gesagt. Ja, ja, Einzelhandel, klar. So. Ja, stimmt. 32 bitte die 16 gibt es im Baumarkt ja auch. Genau. 18 bitte die 3, 18 bitte die 3, Leergut. Auch einfach nur so, Leergut. Ja, naja. Gibt es denn für dich Erfahrungen? Also ich habe eine Menge Erfahrungen gesammelt, das hat mit meiner früheren... Mit Einzelhandelsmenschen? Ja, wir waren ja speziell Baumarkt. Also da habe ich viel Erfahrungen gesammelt, so in den letzten Jahren, aufgrund meines Jobs. Da kenne ich so einige Anekdoten und habe auch so wirklich meine bestätigten Vorurteile, was den Einzelhandel, also nicht Einzelhandel, aber hier so Baumarkt angeht und die Typen, die auch da arbeiten. Also wenn jetzt Typen das Video gucken, die da arbeiten, dann... Die sind das ja wahrscheinlich. Die sind das nicht... Natürlich. Weil es gibt immer geile Typen und auch immer so ein paar totale Flachheiten. Ja. Das ist ja überall so. Also von daher. Achtung! Und immer nur der Gong auch, ne? Mhm. Der Gong ist geil. Wenn du Bock hast, musst du auch immer Achtung und dann einmal Achtung. Ja, damit, achso, dann ist es auch besser für Schneiden, damit man einmal. Boah, Junge, du könntest mich natürlich echt abfacken und einfach ständig immer. Ja, genau. Dann muss ich den ja da reinschneiden, wenn wir ein cooles Video haben wollen, ne? So ganz schön. Du guckst schon auf den Knopf, ja, Alter, lass uns sein. Das kommt noch. Okay, ich positioniere das Ganze ein bisschen weniger so. Genau, also es ist erreichbar. Musik das, läuft übrigens noch. Ja, yeah, klar, muss ja. Ja, Erfahrung Einzelhandel oder beziehungsweise Kaufhof, Bauhaus. Alles Mögliche kann ja, ne? Also so Kaufhof geht ja auch oder Karstadt oder auch Supermarkt, auch immer geil. Wie ist es denn mit dir? Gehst du gerne in den Baumarkt? Nein. Warum nicht? Ich gehe aber auch nicht gerne in den Kaufhof oder in den, wobei Kaufhof eigentlich ja früher geil, genau wie Karstadt. Aber ich gehe auch nicht gerne in den Supermarkt oder eigentlich, das geht mir alles auf den Sack. Okay, warum gehst du nicht gerne in den Baumarkt? Ja, was soll ich denn da? Du bist doch so ein Handwerkertyp. Ein Heimwerkertyp, so? Ja.
Ja, ich gehe da maximal mal hin, wenn ich mal wieder hier so ein paar Blätter für meine Laubsäge brauche. Weil ich mache Laubsägearbeit manchmal. Wo machst du die, Junge? In meinem Hobbyzimmer. So kleine Schiffchen, ich säge die so aus. Andere nehmen dafür einen Seitenschneider. Er entgittert damit die GW-Figuren. Ja, klar. So. Ja, aber ganz präzise dann so da dran. Ja. Ja. Echt? Guck nicht immer auf diesen Knopf, Junge. Ich muss auch mal an den Knopf. Du hast nicht Achtung gesagt. Oh, stimmt. Ja. Kacke. Ich muss da erst. Achtung! So. Boah, Junge. Also, Musik weg. Boah, Junge. Ey, ich muss mir das echt alles. Musik läuft. Doppelt drauf. Ach, die nee, Tasten. Ja, die echt kann man so dann geht wieder raus. So klack und dann drückst du nochmal drauf, dann geht die wieder raus. Geil, ja. Junge. Ja. Weil man muss ja, das war ja bei denen, der ist ja auch übrigens, das ist ja noch ein richtig geiler, weil der hat ja auch nur Vorlauf. Genau. Und das ist so ja, voll geil. Kassette umdrehen. Ja klar, muss Kassette drehen, ja. Super geil. Weißt du denn noch, wie das Zeichen für Eject aussah? War das nicht so ein Dings mit so einem Dreieck drüber? Das war das Stoppzeichen plus den Dreieck oben drüber. Plus Dreieck da drüber, ja. Ja, aber ich habe ja gesagt, meistens ist ja Eject und Stopp ist ja eine... Das ist aber eine Endlos-Kassette, die kann man nicht rausnehmen. Ja, sieht man auch. Ja. So. Ist auch eigentlich immer nur ein Lied drauf. Ja. Boah, Junge, das Ganze wird... Es gibt in diesem ganzen Video nur anscheinend dieses eine Lied. Ja klar, in Endlos-Schleife ist doch gut. Aber wie man weiß, in so Baumärkten, Supermärkten und so, diese Musik, die da läuft, die ist beruhigend. Ja, die ist beruhigend und da läuft ja nicht irgendwas, sondern das ist ja auch unter wissenschaftlichen Studien und so herausgefunden, wenn genau das da läuft, dann fühlen sich die Leute wohl, dann kaufen die mehr und so, dann ist auch nicht so eine Hektik und so ein Stress und deswegen, genau das Lied haben wir hier drin. Ja. Hört ihr ja. Wusstest du eigentlich auch, dass sämtliche Supermärkte und sowas so aufgebaut sind, dass du immer reinkommst und Laufrichtung links rum ist. Ja. Laufrichtung, dann auch. Weißt du auch warum? Das hattest du mir schon mal gesagt mit dem Links. Warum links statt rechts? Weil, ohne Scheiß jetzt, das ist echt auf grundgelegt oder wie sagt man, grundlegend erforscht. Ja. Das hat was mit dem Blutkreislauf eines Menschen zu tun. Wenn du entgegengesetzt des Blutkreislaufes läufst, die ist kaputt. Stirbst du sehr wahrscheinlich im Supermarkt. Nee, aber dann löst das irgendwie wohl eine Unruhe leichter aus. Völlig, ich glaube da eigentlich nicht dran. Aber da, das ist wissenschaftlich wohl erwiesen, diese Mucke, auch mit diesen Einsortierungen der Marken, dieser Höhen, Waren, genau. Wie du guckst, weil wenn du leicht nach unten guckst, ist immer schon schlechter, weil dann ist so ja, bücken so. Auch ganz unten ist die billigste Ware, aber dann musst du bücken, keinen Bock. Auf Augenhöhe natürlich immer Markenware und teuer und so. Ja. Jetzt mal hier voll das Aufklärungsvideo, Edeka. Ja, muss aber sein. Achtung! So. Ja. Aber ein, zwei so Einzelhandelsdinger, Erfahrungen habe ich auch. Und zwar zum Beispiel im Supermarkt, also ich weiß gar nicht, arbeitet da überhaupt Fachpersonal? Kann uns da jemand mal aufklären, der im Supermarkt arbeitet? Es kommt mir häufig so vor, dass es nicht der Fall ist, weil... Wenn du dann da irgendwas fragst, also ich glaube, diese Fleischtheke und so ist noch was anderes. Oh, es kann auch ein Ghetto-Blaster sein, ja. Aber so die normalen Verkäufertypen und so, ja. Ich war da schon mal. Das ist auch eine Marke und so, ja. Und ich wollte unbedingt Cashewkerne haben, habe diese aber nicht gefunden. Da bin ich zu so einem da hingegangen, hab gesagt. Da hat er mich angeguckt und meinte, hä, was? Da hab ich gesagt, wie, was? Verzerrt. Cashewkerne. So, und der wusste nicht, was das ist. Der sagte, hä, wieso, was sind denn Cashewkerne? Da hab ich gesagt, wie, was sind Cashewkerne? Das sind so Nüsse, also eigentlich ja keine Nüsse, weil sonst würden die ja nicht hier Kerne heißen. Aber die müsst ihr doch hier haben, es gibt immer Cashewkerne, überall. Ja, nee, ich weiß jetzt, da weiß ich jetzt gar nicht, muss ich mal meine Kollegin... Der hatte so. Keinen Plan? Nee. Und so? Also, das geht doch nicht. Und so ging es mir immer, wenn ich auf Montage war... Mit Baumärkten. Weil Baumarkt ist so,
Ja, da geht der Heimwerker hin, um sich mal fürs Wochenende so, Elisabeth, wir bauen uns jetzt ein Gartenhaus. Oder ich möchte jetzt selber Laminat verlegen. Oder ich streiche meine Holzbank an. Oder ich möchte eine Lampe an die Decke hängen. Oder ich habe Lust, meine Teakmöbel neu zu ölen. So, dann gehst du in den Baumarkt, hast zu Hause dein kleines Köfferchen, bist stolz auf deinen grünen Bosch-Schrauber und alles ist cool. Als richtiger Monteur ist das der absolute Horror. Achtung! Ist das der absolute Horror, weil sehr wahrscheinlich ist der Sound jetzt auch immer so laut, dass man gar nicht weiterreden kann, weil er übertönt alles. Oh ja. Dieser Gong. Ja, ja, klar. Weil du findest eigentlich alles immer nur... Das fängt bei den Schrauben an. Die haben meistens eigentlich nur Kreuz- oder Torx-Köpfe. Und... Torx ist da schon so der Profi, ne? Klar ist jetzt für viele so, boah, was labert der da? Aber die haben halt nicht den geilen Stuff. Also es gibt nur einen Baumarkt, den ich jedem empfehlen kann, auch wenn das mal ein bisschen professioneller will, von Marken, Qualität, Preis, ist scheißegal, weil du willst Qualität. Und vor allen Dingen Stuff, du kriegst da alles, das ist Hornbach, immer wieder mein Reden. Da kann man mal hingehen. Alles andere kann man vergessen. Auf jeden Fall, das, was du meintest, keine Ahnung, das gibt es dann nämlich, so Cashew-Kerne, keine Ahnung, gibt es dann auch in diesem Baumarkt. Und wir haben uns dann zum Teil den Spaß gemacht, sind da rein, haben dann irgendwas erfragt, so, wo wir natürlich wissen, so bla bla bla, was weiß ich, irgendwelche Furnierstärken von irgendwelchen, also schon so ein bisschen spezieller. Und dann gehst du in die Holzfachabteilung und du weißt, der Mongo ist eigentlich morgen sehr wahrscheinlich wieder in der Gartenabteilung und verkauft irgendwelche Seepumpen oder so eine Scheiße. Und den laberst du voll und willst irgendwie den speziellen Shit haben. Und dann tust du aber so ein bisschen auf doof. Ja, ich habe gehört, da ist ja dann auch so eine Plastikschicht irgendwie mit auf dem Holz, damit das so gegen das Schneiden und so ein bisschen geschützt ist. Und dann drehen die natürlich auf, weil die haben dann da so ihr geiles Halbwissen. Und dann lässt du den nachher halt auflaufen, so, ne? Was ist denn hier mit der 02er Kante? Hast du die auch schön angefahren? Hält die denn auch hier bei 36 Newton und so eine Scheiße, ne? Und dann ist dann nämlich geil, wenn du die dann so auflaufen lassen kannst. Okay. Oder die sagen dir, wie bei den Cashewkernen, da habe ich gerade keine Ahnung, ich bin gar nicht aus dieser Abteilung, müssen Sie mal den Kollegen fragen. Und ja, dann geht das los, und du suchst irgendeine Scheiße und dann verweist du dich in eine andere Abteilung, weil er ist direkt neben dran. Ne, und sehr wahrscheinlich, nächste Woche ist das seine Abteilung, aber jetzt ist er Er ist Elektro. Nicht zuständig. Ja, er ist nicht zuständig, ja. Er ist Elektro. Und dann sagt er, ist nicht meine Abteilung, müssen Sie in die Holzabteilung gehen. Und jeder kennt das von euch, jeder, der schon mal in der Holzabteilung im Zuschnitt war, weiß, dass da kein Pillemann hinter dieser scheiß Erika oder was weiß ich Säge da steht, Plattensäge. Du stehst da, es gibt keinen Klingelknopf. Nichts. Kennst du das? Du hast doch damals diese Küchenarbeitsplatte gemacht. Ja, ja. War denn dann Pillemann da? Nee, erstmal eh nicht. Ja. Und dann hast du bei einer Information gefragt, ist ja jemand und da erzählt? Und dann dauert es auch erstmal. Dauert es ja, Baumarkt ist groß. Also. Ja. Und dann kommt so ein Vollidiot an und erzählt dir was. Ja, und ja, ich brauche die Platte mit dem und dem Maß. Ja, Zuschnitt kostet aber extra. Ja, ich brauche diese Platte, jetzt mach fertig. So. Ja. Das waren jetzt meine Erfahrungen. Das Achtung! Oh. Ich habe mir gerade so ein bisschen diesen Karton irgendwie so ein bisschen aufs Ei gehauen, hier mit der linken Ecke. Das, was du sagtest mit den Abteilungen, das gibt's auch aber mal ganz gerne in Elektronikfachmärkten. Das ist ja mein Geilmädchen. Ja. Was war das denn? Weiß nichts. Ich nicht. Alles gut. Oh, erzähl, was ja, hast du da für Probleme? Also, ja. Scheiße, ich habe kein Liquid. Ich habe hier nur Milky Loops, aber da oben steht noch. Milky Loops ist ja eklig. Doch, ja, fand's ja eklig. Ich habe hier oben aber noch, ohne Ändern. Ja. Ich nehme mal das einfach. Keine Ahnung, was das ist. Beschriftung komplett weg. Auf jeden Fall, also. Du gehst da hin. Geht jetzt gerade gar nicht. Du gehst da hin. Achtung! Alter, der Karton muss eine andere Position haben. Ja, musst du dich einfach mal anders hinsetzen, Junge. So, auf jeden Fall. Der Typ hat so große Kochkraft. Das war so klar. Das war so klar, dass der kommt. Ja, wenn du immer direkt an meine Hoden denkst.
Warum denkst du eigentlich so? Du hast das doch gerade gesagt. Achtung, der Typ hat sehr wahrscheinlich so, und du schon so, mm. Also ja, hast du im Vorfeld schon an meine Hoden gedacht? Nicht an deine Hoden, sondern an Hoden. Und es war irgendwie klar, dass dieser Spruch kommen muss. Weil? In Kombination mit diesem so, ja, ich kann den gar nicht anders hinstellen, ich komme da immer dran, so. Ja, hast du schon mal versucht, ein Brett auf ein Ei zu legen, wie das schaukelt, und so geht das halt hier auch mit dem. Also so. Ja. In dem Sinne wäre es aber kein Ei, sondern eine Wassermelone. Behaarte Wassermelone. Hm. Obwohl meine sind, glaube ich, gar nicht behaart. Wer weiß das? Ja, wer weiß das? Sind deine Melonen behaart? Jetzt, oh, jetzt. Jetzt betreten wir Gefilde, die der Herr Danny Doktore nicht so gerne bespricht. Ich kann da ganz locker drüber reden. Schamhaare kann man rasieren, muss man nicht. Habe ich schon gemacht. So. Oh, geil. Das ist gar nicht sein Ding. Junge, irgendwann haben wir hier diese 18-Plus-Dings drin und dann geht hier so gar nichts mehr. Hallo, Aufklärung. Wir haben auch junge Zuschauer, die müssen doch wissen. Ja, das ist richtig. Also ich würde auch allen, also sagt euren Kindern mal, wenn ihr was wissen wollt, guckt da rein. So. Aber wir waren bei einem anderen Thema. Ja. Du schweifst ab. Achtung! Elektronik-Fachmarkt. Müssen wir die entsprechende Musik zu anmachen. Also, man kommt da rein. Das ist so Elektronik-Fachmarkt? Ja. Warte mal. Wo hast du die denn her? Gibt ja unterschiedliche auch. Ja? Also unterschiedliche Fachmärkte. Aber man geht da hin. Es gibt zwei Varianten. Entweder da stehen schon 8 Leute und wollen irgendwas und da ist aber nur ein Typ. Und da denkt man, dann frage ich halt einen anderen, dann guckst du dich um. Die Regale sind ja auch so, dass du wirklich weit gucken kannst in den Läden. Und es ist aber einfach niemand mehr da. In diesem ganzen Scheißladen, keiner so. Also es gibt die Variante. Die andere Variante ist aber noch viel geiler. Da steht ein Typ, der hat gerade nichts zu tun. Daneben steht noch einer, der sich mit einem anderen unterhält. Auch alle von diesem Fachmarkt. Denkst du, oh geil, da wird ja einer Bescheid wissen. Bist in der Computerabteilung, gehst da hin, sagst, ja, ich wollte mich mal informieren, hier Ultrabook. So. Der erste schon direkt, ach ja, ja, nee, das macht glaube ich der Heinz, ne? Labert einen von seinen Kollegen an, hör mal, ist der Heinz heute nicht? Alle drei stehen da rum, ach nee, nee, der ist heute glaube ich gar nicht. Ja, wer weiß denn sonst noch mit PC? Ja, erstmal so, es dauert. Irgendwann haben die einen gefunden, der dann da zuständig ist und der das alles weiß und so. Und dann versucht er dich zu beraten, aber hat eigentlich keine Ahnung. Er sagt auch direkt, er hat keine Ahnung. Und dann ist aber das Geilste. Und selber hast du zumindest so ein bisschen Ahnung. Aber zum Beispiel jetzt im Fall von Ultrabooks, das hatte ich letztens erst mit Frau. Komm, du sagst doch immer, du hast Ahnung. Ja, aber du bist doch so ein Computer-Typ. Ja, aber im Fall von Ultrabooks jetzt nicht unbedingt. Weil es gibt ja jetzt auch ganz viele Varianten, diese Tablet-Flip-Dinger und so. Ja, aber die Komponenten, die drin sein müssen, um wichtig zu sein. Ja, nur da ist ja zum Beispiel auch, es gibt ganz komischen Fickfuck bei diesen Dingern mit den Prozessoren. Weil es gibt ein paar Ultrabooks, die laufen mit solchen Spasti-Prozessoren, so ganz niedrig Leistung, damit der Akku 12 Stunden hält und so. Es gibt aber auch Ultrabooks, die haben dann i7, aber ja, halt i7M, genau, so ganz komische Varianten. Ah, so Moment, und so. Ultrabook, ich dachte jetzt, du redest wirklich von diesen, ich dachte immer, das sind diese Urentwicklungs-Ultrabooks, diese Netbooks. Nicht Netbooks, sondern diese von Microsoft, diese auch so teuer. Nee, das ist das Surface. Ja, ist das, auch sind eins. Das nicht eigentlich ein Ur, du kennst dich da besser, so Ur-Ultrabooks? Ja, es gab da so eine Definition. Also Microsoft hat gesagt, wenn jemand sowas baut und das so nennen will, dann muss da auf jeden Fall ein vollwertiger USB-Anschluss dran sein, nicht nur Micro-USB oder so eine Scheiße. Es muss, weiß ich, also es waren so ein paar Komponenten. Auch ein vollwertiges Windows, genau, nicht diese RT oder richtig, muss alles da drauf laufen und so irgendwie. Ja. So, auf jeden Fall, da steht eins von, weiß ich nicht, Lenovo hier, bla, irgendwas, 999 Euro. So eins zum Klammern, Yoga. So, und super. Daneben steht auch noch eins, auch von Lenovo, auch Yoga, aber für 1399. Auf den ersten Blick sehen die gleich aus, nur der eine hat dann diesen 7M-Prozessor oder so und der andere hat halt ein, bla, keine Ahnung, irgendwas anderes. Bei dem einen steht, ja, Graphics, bla, HD, Onboard und bei dem, nicht mehr Onboard, aber so ähnlich. Und bei dem anderen steht irgendwie, bla, 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 GTX Mobile sowieso. So, dann fragst du den. Ist ja wohl die GTX Mobile. Ja, dachte ich auch. Aber dann sagt der Typ, ja, also die Grafik und so, eigentlich ist das beides das Gleiche. Habe ich erstmal gesagt,
Wieso steht denn dann nicht bei beiden das Gleiche, wenn es das Gleiche ist? Weil offenbar gibt es ja einen Unterschied. Also, warst du direkt schon pissig? Ja, ich habe dann auch gesagt, so, also hier GTX, das ist dann wahrscheinlich eine richtige Grafikkarte. Also nee, das ist bei dem flachen Unterwuchs das sowieso alles onboard. Dann habe ich hier wieder gesagt, ja, aber bei dem steht ja was anderes als bei dem. Außerdem kostet das eine Ding hier 400 Euro mehr. Das muss ja irgendwie geiler sein. Ja, Moment, dann nimmt er selber diesen Verkaufszettel, liest diesen, was da auf diesem Verkaufsschild ist, erstmal so, ach, der hat 8 GB, ach nee, hat der auch. So, weißt du, und sowas. Das ist scheiße. Ja, das ist einfach auch nicht so ein Spasti da. Ja. Wenn, dann muss ja einen haben, der dann voll checkt irgendwie. Ja, und das verstehe ich nämlich nicht. Dann bestellst du schon nicht bei Alternate oder bei Amazon oder so, sondern du sagst, cool, ich gehe in den Laden, dann kann ich das Ding direkt mitnehmen. Da habe ich auch noch so einen Typ, der kann mir irgendwie was dazu erzählen. Ja, kann er aber nicht. Ist einfach kacke. Das ist scheiße, sowas. Ja, das ist auch total kacke. Ja. Das war so eine Erfahrung, die ich da gemacht habe. Das ist auch noch nicht lange her, aber ich weiß nämlich, dass du mit deiner Frau so ein Ding gekauft hast, vor einem Monat oder so, und da war das auch schon so. Deswegen haben wir dann da auch keins gekauft, aber dann waren wir in einem anderen Elektronikfachmarkt und da war ein Typ, der war vielleicht 18, also sah zumindest aus. Der hatte voll den Check. Boah, Junge, der ist abgegangen. Aber nicht nur so auf diesen Nerd-Style, also wo du so denkst, ja, der schraubt halt selber PCs zusammen und weiß alles oder so, sondern der hat die halbe Firmengeschichte von Lenovo und IBM erzählt, warum wer wen gekauft hat und qualitätsmäßig, wieso das besser ist und so. Genau so, ja. So, die Frau schon. Und Dandy dann wieder so, ach. Ja, und damals wusste man ja auch so, genau, ja, und dann schon fast so Chuck-Blah und Nummern ausgetauscht. Und, hey, Tobi, bis morgen, ja, pa, chick, chuck, ich komm vorbei, so? Ja, genau. Ja? Mal schöne Laden-Session machen, ja. So. Im Laden aber. Ja, klar, er muss ja arbeiten. Eine Laden-Laden-Session. Laden-Laden. Ja. Gut? Ja. Achtung! Boah, diese Ansagen sind geil. Ich mach nochmal, willst du mal so eine mit Nummer machen? Dann musst du den gedrückt halten, aber auch sprechen. Ich muss dann auch sprechen. Erst Zeit kommt ja, weil dann ist ja der Gong und dann musst du reden. Ich werde das dann so anpassen, als wäre es dann in einem, durch ein Mikrofon in den Laden gelabert. Ah, okay. Gisela, bitte die drei. Gisela. Das ist auch immer geil, wenn die noch reden und dann... Vergessen, den Knopf zu drücken. Ja, klar. Ist sehr selten, aber manchmal gibt's das. Das ist geil. Wenn die das so nicht checken. Das ist mega. Gisela, die drei. Die dürfen ja nicht sagen, weil wenn die jetzt sagen würden, geh mal von dahin, dann weiß man ja, da ist die nicht mehr. Da könnte man ja klauen. Also diese Codes, das ist ja eine Codesprache. Ja, klar. Ist ja so, damit die nicht wissen, was jetzt ist. Das ist eine Codesprache. Ja, es ist eine Codesprache. Ja, es ist eine Codesprache. Er hat Code gesagt. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema. Nee, ich wollte nur mal so. Ein Schweinchen drehen. Nee, Junge. Das hast du aufgebracht, das Thema. In der letzten. Du warst der Quotenascher. Nein, nein, Junge. Die Leute das, wissen das auch. Nee, ja, guck das letzte Video. Guck, genau, irgendwann guck mal das letzte Video. Im Drittel ist das so. Es ist fast ganz am Ende. Marzipanschweinchen. Ja, und dann hat er sich aber nochmal gedreht. Und es war klargestellt, er ist immer vorne dabei. Ich glaube nicht. Und das wissen die auch. Oh doch, und das wissen die auch ganz genau. Ja. Ich glaube nicht. Oh doch. Nein. Oh doch. Nein. So, auf jeden Fall, erzähl du mal von deiner Codesprache. Von meiner Codesprache, ja. Ja. Du wolltest gerade Codesprache erklären. Wusstest du, dass jeder Laden eigentlich eine eigene Codesprache hat? Also in dem, ich glaube Supermärkte wie Aldi, Edeka, Rewe, bla, die haben ihre eigene, weil ursprünglich immer eine eingeführt und das sind so diese Codes. Ich glaube 300 ist auf Scheißhaus gehen, Codesprache, so. 61 ist dann... Ich bin mal eben eine rauchen oder sowas. Ja. Gibt es wirklich solche Dinge? Ja, ja. Die 3, die 61 so. Das heißt, Kasse 3 geht mal eben pillern oder die Leute haben eine Nummer. Anstatt, können ja nicht sagen. Hier ist die Gisela, ich müsste mal dringend kacken. Kann mal einer hier die Kasse 3 besetzen? So natürlich nicht. Ja. Da wird dann gesagt, die 3, die 61 bitte. Die 3, die 61. So, und dann steht die irgendwann auf. Deswegen werden die auch irgendwann so hektisch, wenn keiner kommt. Die 3, 61. So. Ne? So, und dann gibt es aber Ikea zum Beispiel ihre anderen Codes. Irgendein spezieller soll da sein. Müsst ihr mal gucken, Ikea
und Code 500 oder Code 1000. Wenn der kommt, ist irgendwas... ganz schlimm. Ist irgendwas Terror. Am, ja, irgendwas ist scheiße. Glaube ich zumindest. Muss doch mal googeln. Geil. Hätte ich natürlich jetzt vorher machen können, mache ich jetzt aber nicht. Scheißegal. Ich weiß, es gibt auch manche, die haben das nicht so mit Codenummern, sondern die benennen Sachen anders. Also zum Beispiel, wir haben ein technisches Problem in Lager 3. Heißt, es brennt. Weil es gibt überhaupt kein Lager. Ja, ja, so, weißt du? Kennst du doch das geilste Lager, was im Video überhaupt mal dargestellt worden ist? Was ist das geilste, größte Lager, was mal in einem Film gezeigt worden ist? Du weißt es. Ah, nee, du weißt es nicht, weil du den so scheiße findest. Und das, ich, oh, das zerreißt mir gerade schon wieder das Herz. Wie kann man den nur scheiße finden? Also hier, Generation 78, ja? Aufgewachsen. Hier der Kollege, der hat mich hier. Ich bin Commander Adama übrigens, Leute. Nee. Wenn, dann bin ich der Adama. Und du hier Captain Gangway. Ja? Nee, Junge, das hatten wir geklärt in dem Kommentar. Das ist deine. Nein, ich das bin ist Adama. Deine noch mal, weil, was ist Kirk? Was sind die ganzen Spannungen, wenn Adama auf die Bühne kommt? Ja, Junge, Adama. Alle Batterien feuerfrei. Aber Junge, trotzdem. Also, Adama ist zwar geil, aber wenn du wählen könntest zwischen Adama und Kirk, würdest du Adama nehmen. Ja, auf jeden Fall. Echt? Ja, weil auch. Nee, auch, Junge. Ja, klar. Weil auch schon alleine Galactica macht die schwule. Wie heißt du da? Enterprise ja auch platt. Ja, nee, die Enterprise, ja. Junge, die ist immer wieder da, immer am Start. Und Captain Kirk ist sowieso der Geilste, der kann alles. Wenn er wollte, würde er die Galaktika fliegen, ich aber glaube, er möchte es nicht. So. Nee, könnte er gar nicht. Klar könnte der das. Nee, weil die Galaktika kannst du alleine nicht fliegen. Ja, die Enterprise auch nicht. Er fliegt die auch nicht. Er kommandiert die. Hallo, wenn die alle mal weg sind, dann macht er auch überall so rum. So, er kann es halt. Ja, er kann es. Aber das kannst du nicht auf einem Kampfstern Galaktika, mein Freund. Wie der Name schon. Es ist ein Stern. Ein Stern ist groß, vermittelt Macht. Größe. So, der müsste jetzt hier was machen. Dann müsste der in irgendwie einen komischen Hyper-Elektro-Speedway-Kleinwaggons Schachtfahrzeug steigen, um halt irgendwie 600 Trilliarden Kilometer ans andere Ende wieder irgendein Register einzuschalten, dann wieder zurück, um das gegenzuschecken. So, das könnte der gar nicht, weil du brauchst für die Kampfstern Galactica, das weiß man, mindestens 10.000 Mann nur alleine Besetzung, um die Hupe zu aktivieren. Was meinst du, was darf gehen, wenn von Adama der Befehl immer kommt? Hupe. Alle, oh Gott! Und dann geht das wieder los. Ja, vor allen Dingen musst du dann. Bevor die Hupe aktiviert wird, da gibt es ja dann so ein Protokollverfahren. Das dauert 2 Stunden Vorbereitung, bis der Sound auf, weil du so viel checken musst. Ja, ja, klar. Aber das ist auch nicht schlimm. So. Er checkt das ja vorher, dass eventuell eine Kollision bevorsteht, weil das ja so Trilliarden von Klicks auseinander. Ja. Der sieht das so, boah, fuck, in 14 Tagen rammen wir dieses Schiff. Hupe! So, und dann alle ganz hektisch rennen dieses Raumschiff so, ja. Um diese ganzen Dinger da. Ja, irgendwas so. Zu drücken und ja. So, ja, geil. Und dann hupt er irgendwann. Ja, aber genau richtig. Und dann im letzten Moment nochmal so, so ganz haarscharf, ja. Aber vorbei. Dass sie sich so an diesen Cockpits von diesen, sag mal schnell, da wo die drin sind, Kommandostationen sind ja auch so Scheiben, wo die dann aber so, weißt du, so. Ja. So, total schweißfertig und alle so. Dieser Moment der Angst, ja. Ist dann in den Gesichtern eingemeißelt, in Marmor, ja, klar. In Stein. Ja, es ist alles ein epischer Maßstab. Also im Weltall, da ist nicht gut Kirschen essen, wenn du da irgendwo in so einen Asteroid reinfliegst. Aber was übrigens geil ist, ist gerade, dass du das sagtest, warum haben die eigentlich Scheiben alle? Das ist doch völlig beschissen. Auf das gerade bei sowas wie Kampfstern Galactica ein riesen, unendlich großes Teil. Und dann aber wichtig ist, der Captain, der kann auch aus dem Fenster gucken. Ja, weil der muss doch auch nochmal, es ist immer was anderes. Blick auf die Realität. Ob du durch eine Kamera guckst oder das wirklich mit deinem eigenen Auge erfasst. Das hat auch was mit Emotionen zu tun. Ja, aber du siehst doch nichts. Das ist doch alles voll weit weg. Du siehst doch die Sterne, wenn da draußen eine Schlacht ist, dann siehst du wieder überall die Blitze und so. Ist doch geil. Mega. Okay. Dann steht der raus. Jo, wir haben wieder einen. So. Ja, klar. Man sieht auch an der Explosionswolken, an der Farbe, ob es ein guter oder ein böser war. Also der sieht so auch Mist, da deswegen ist haben wir einer. Auch immer gut und böse andere Farben an Laserstrahlen, damit man weiß, was überhaupt gerade passiert. Oh, verdammt viel Grün am Himmel. So. Ja. Scheiße, sieht nicht gut aus. Sollen wir uns verpissen? Ja, geht nicht. Warum? Wir sind noch in der Vorbereitung der Hupe. Ah. Ja, abbrechen. Nein. Nein, Protokoll läuft. Protokoll läuft. Achtung!
Aber jetzt habe ich vergessen, worum es gerade nochmal ging. Was war vor der Hupe? Oh, Marc, da war was wichtig. Die Codes in den Märkten, aber das hat ja auch einen Grund, warum es die gibt. Oder wieso sind wir denn da rein? Warte mal, wir waren auch noch woanders. Hm. Commander Adama. In einer Commander Adama. Elektronikfachmarkt. Ja. Der Adama war ja danach. Scheiße. Tja, Faden verloren. Guck mal, auch am Gehen, der Typ. Völlig im Arsch heute. Ja. Habt ihr bei eurer Baumarktnummer den Typen eigentlich auch schon mal gefragt, was für einen Job er in echt macht? Nee. Also so? Das wäre ja dreist. Ja, und? Nee, ja, genau. Das wäre ja dreist. Voll assi. Aber den schön auflaufen zu lassen und dann, was habt ihr denn dann gemacht? Den schön auflaufen lassen, dann hat er oder was? Nee, die sind ja total verdutzt und so. Und dann geht das ja. Es gibt dann so einen Moment der Peinlichkeit, wo er dann merkt, so, dass er einfach verkackt hat oder einfach, er hat nicht so drauf. Und dann siehst du eigentlich auch, er darf ja dann auch irgendwie, weil Kunde ist König. Ja, klar. So darf er dann auch nicht. Und dann, um natürlich die ganze Sache dann nicht ins Schreckliche ausufern zu lassen und willst ihm natürlich auch so noch so ein bisschen Gesicht bewahrt, sagst du ja, ja nee, wir kommen dann jetzt zurecht, so, und dann drehst du ihn und gehst. So. Ja, okay, damit das nicht, ja. Damit dieser peinliche Moment nicht so ewig in die Länge gezogen wird, so, dann stehen da alle so, man weiß auch jetzt nicht, du kannst nicht einfach gehen, du kannst aber auch eigentlich ja. Nichts mehr sagen, ja, ja, du als Kunde schon, aber er, ja, wobei wäre geil, wenn er dann einfach gehen würde. So, weißt du, so, nee, ihr könnt mich mal. So, ich gehe jetzt eine rauchen. Ja. Nee, oder er sagt einfach so, wisst ihr was, 61, so, dreht sich auf den Absatz. Ja, auf den Absatz um und sagt 61, dreht auf den Absatz um und geht. Das wäre dann auch noch ein Bereich, wo man diesen Skill heute noch verwenden könnte. Ja. Also dieses auf dem Absatz kehrt machen. Genau, ja. Auf dem Absatz kehrt. Ja. Ja. Um das nochmal Tabletop reinzubringen. Einzelhandel und dann GW. GW, aber, GW es gibt Laden. Ja, aber es gibt ja nicht nur GW, wobei GW ist schon geil. GW ist schon geil. Ja. Also GW-Laden ist schon. Ja, ist ja auch ganz oberste, ist ja Profiliga. Ja, ja, aber das ist so, da bin ich sehr gerne. Also was da rumläuft an Leuten. Also bist jetzt gar nicht so sehr bei den Verkäufern, sondern eher bei dem, was man da so trifft. Die Verkäufer, ja gut, das eine ist ja, einer von unseren Kumpels ist ja GW-Verkäufer. Da kann man ja jetzt nichts gegen sagen. Ist ja vom Prinzip auch gar nicht so kacke in dem Laden und mit dem ganzen Hobby-Stuff und ja, und er ist auch nicht so dieser typische Verkäufertyp, wie die ja, aber es gibt da schon harte Fälle, Junge. Aber die Verkäufer sind in den Läden ja gar nicht das Schlimme, weil die sind ja einfach schon fast satt, weil jeden Tag hast du mit diesem Hobby zu tun. Aber diese ganz krassen, enthusiastischen Typen, die dann nur so in GW-Enthusiasten, die dann da durch diese Tür reinkommen und dann so, boah, Junge. Leck mich am Arsch! Habt ihr die schon mal gesehen? Wisst ihr, wie die aussehen? Ja klar, wisst ihr, wie die. Ihr wart doch schon mal im GW. Junge, was ist da nicht in Ordnung? Da gibt es aber ganz viele verschiedene Kategorien von denen, die dann da drin sind. Da möchte ich mal gerne mit dir jetzt gerade abstimmen, ob wir da auf einem gleichen Nenner sind. Was würdest du sagen? Lass mal eben in uns gehen und überlegen, wie viele Kategorien es denn gibt. Ruhe, Achtung! Musik läuft. Und jetzt überlegen wir mal kurz. Also ich hätte. Ich auch. Aber so in so echte Kategorienunterteilung fallen mir jetzt gerade echt nur drei ein. Echt? Ich habe vier. Ja, okay. Und ich weiß auch, welche vierte du nicht hast. Ah. Weil ich kenne dich. Ja, geil. Weil du bist mein Busenfreund. Mein Schatten. Das Ying vom Yang. Boah, ist das scheiße, Alter. Du bist diese mein Dinger. Linkes Ei. Oh, nee, Junge. Also vier Kategorien. Die erste Kategorie ist die Hardcore-Kategorie. Das ist okay, was heißt denn Hardcore? Entweder macht er auch irgendwie so einen Job, also arbeitet, also entweder hat er einen Job oder auch nicht, also, aber entweder arbeitet der in einem Comicladen, der total mies läuft. Mhm. Also auf jeden Fall ein Nerd-Typ, also aus irgendeinem Nerd-Bereich. Völlig. Ja. Oder ist
sag mal schnell, arbeitet in einem, so wie so GameStop oder sowas, weißt du, so ein Game-Laden. Ja. Oder meine Lieblingskategorie ist arbeitslos. Also du meinst jetzt schon mehr verschiedene Kategorien? Nein. Das ist die erste. Oh, weil da habe ich dann schon eine Unterteilung. Ja, doch, ich habe ja auch vier. Ja gut, okay, mach du erst mal. Ja. Aber jetzt nur, also so, müsst ihr euch vorstellen. Das ist alles eine Kategorie. Kategorie 1, Hardcore-Typ. Also voll Nerd. Keine Olle. Läuft entweder in, oder ja oft, in komischen Sachen rum, meistens irgendwie schwarz, T-Shirts mit einem Wolf drauf, weißt du, der so heult, oder so einen halb angestrahlten Totenkopf, oder was gibt's noch für Motive? Die sind schon sehr gut. So Runenschrift ist auch geil, also so, weißt du, man kann es auch nicht lesen, aber es ist dann eben eine Band. Ja, genau, vielleicht. Oder so Band, so Slayer oder ja, sowas, aber das ist ja geil. Schon die coole alte Scheiße, ja. Aber sowas. Hammerfall! So, ne? So. Kletschige Haare, komische Schuhe, meistens hier diese schwarze, sag ich mal, Bundeswehrhose, die aber komplett schwarz ist mit diesen Beintaschen an der Seite. Schwarz eingefärbten Bundeswehrrucksack mit irgendwelchen solchen Patchdingern da drauf, ja, und sowas. So. Und der kommt so, sagt auch nicht Hallo oder so, geht direkt zum Regal irgendwie so. Das ist Typ Nummer 1 und mockern ohne Ende. Die sind immer am Hämmern, dann denkst du, dem fliegt gleich der Kind aus der Brille. Das muss ich mal so machen, mein Bro. Nein, Bro, nicht jetzt. Guck da nicht hin und her und nehmt mal. Hilf mir! So, halt die Nummer. So, dann werfen wir die Kategorie ein. Ja. Und die wissen alles, jede verfickte Scheißregel, Junge, wissen die. Und die wissen auch, wann was rauskommt und wie der Vater vom, was weiß ich, vom... gestorben ist. Und 93 war das aber noch so und so. Dann haben die das umgeschrieben. So. Oh, ja, so alles halt, ne? Von Imperator der drittgeborenste Neffe oder so eine Scheiße. Und so halt alles, so was halt. Fahren auch nicht Auto, sondern Bus und Bahn und so eine Scheiße. Das ist, ja... Dann kommt Kategorie 2. Ist das jetzt eigentlich rassistisch oder in irgendeiner Weise abwertend? Quatsch, das ist scheißegal. Es geht hier gerade mal nur, weil wir vergleichen ja gerade nur die Kategorien. Genau. Hast du auch diese Kategorie? Nee, ein bisschen anders. Deswegen geh du deine erstmal durch und dann... Kategorie 2, auch noch Nerd, aber nicht ganz so schlimm, sind meistens Studenten. Also die haben schon ein bisschen mehr auf der Pfanne. Sind jetzt nicht so die Typen, wenn die eine ansaugen würde in der Bar, die denen dann vielleicht... meine pfeffern würden, sondern einfach so, sehr wahrscheinlich so, ja, okay, die Erdnüsse kannst du haben, wenn du willst, so. Ne? Oder ich lade dich auf ein Bier ein, okay, dann sind wir wieder klar. So ein Typ, weißt du, so. Aber sonst eigentlich ganz nett, gehen die auch nicht auf den Sack, sehr introvertiert. Mit denen kannst du mal einen zocken, aber ist auch nicht viel los, einfach so. Mh. So, das ist Typ 2. Übrigens keine Freundin. Typ 3 ist, nicht der richtige Nerd, schon was älter, hat auch eine Karre, scheißt ein bisschen auf die Kohle, weil kostet halt so, dann kostet halt, habe ich Bock drauf, kommt rein. Vielleicht noch mit dem Kind oder sowas, kleiner Sohn. Scheiße, macht die Kategorie habe ich nicht. Echt? Ich hatte gar nicht drüber nachgedacht. Okay, aber du weißt, welche ich meine. Ja, klar. Kommt rein, irgendwie macht das auch schon 10.000 Jahre oder so und kauft sich den Stuff, denkt auch nicht lange nach, braucht D-Box, labert noch ein bisschen rum, holt sich auch noch mal ein paar News ab, weil ist überhaupt nicht so voll auf dem Level irgendwie. Macht das so ab und zu, eigentlich mehr aus dem Bastel-Hintergrund, jetzt nicht so viel mit Zocken. Achso, ja echt, da kommen die Boxer. Ja, früher war das ja Edition 5, habe ich da mal gespielt. Ist das nicht mehr so? Blabla, diese Nummern kennt man so. Ja, und dann, aha, ja, ich wollte ja mal wieder einsteigen. So, der Typ. Und dann gibt es noch den, dann gibt es eigentlich noch den Typen, so wie den Daddy. Das sind die coolen Typen, Junge. Deswegen habe ich gewusst, die Kategorie hast du nicht. Oh, die kommen so rein, so, Tür geht auf. Also Danny kommt ja immer so in den Laden, ne? Der macht ja nicht mit der Hand die Tür auf, sondern BAM! Der tritt die Tür so auf, dass sie eigentlich aus den Angeln fliegt. Alle drehen sich um. Dann geht er so rein, hey, was geht ab? So, guckt dann erstmal ganz so langsam in diese Runde rein. So, hey. Habe ich auch mal gespielt. Den dreht sich um, geht zur Kasse. Erstmal so tschack, tschack, bam, bam, bum, bim, bam, ne? Weil hier kennt man sich ja so. Dann wissen die anderen schon mal, oh, der ist mit dem Verkäufer ganz dicke.
Dann wird nochmal geheimsprachenmäßig da wird, ey, hast du mal hier, was hier, 36, bla bla, so, ne? Mhm. So geht das dann so. Und hier kannst du nochmal einen drehen, ja, ja, machen wir schon, kaufe ich über mich oder so, bla bla, so die Nummer. Und dann geht das los, Junge. Ja, ich brauche die Box, die Box, die Box. Was ist, wir haben Donnerstag, ist meine Bestellung schon da, da kommt nochmal so eine fette, sag mal schnell, Resin. Ja, Mail-Order. Ja, aber Mail-Order, hier der geile Stuff. Ja, Forge World. Forge World, scheiße. Oh, alles irgendwie darüber geregelt. Ja, klar, alles geregelt irgendwie so. Karte dann nochmal, tick, ja, nochmal drei Farben hier, fünfmal Grundierung, so die Nummer. Und dann, ja, alles klar, rein. Dann geht er raus, bleibt kurz stehen, guckt nochmal so. Und dann sagt einer so, ey, bist du nicht der Deli? Und dann sagt er, klar bin ich der Deli. Und geht dann einfach. Das ist Kategorie 4. Geil. Eigene Kategorie, das ist mega. Du hast für mich, junge Bro, hast du eine eigene Kategorie. Ich habe eigentlich... Und, aber was auch geil ist, sorry, nochmal, Achtung! Und was aber super geil ist, junge, bei der Kategorie 4, es gibt ja Typen wie Kategorie 1, die alles wissen, ne? Und das Geile ist, Kategorie 4, auch voll cool, dem scheißegal, wenn der kostet, kostet halt hier alles unterm 20 Konfetti und so, die Nummer halt, immer auf dicke Hose und so. Den letzten 20 auch nicht aus dem Portemonnaie, sondern nochmal so dahin gefeuert, weißt du, so, hier, was ist so, den. Und dann, aber auch alles wissen. Der weiß dann auch hier, Edition, bla bla bla. Und dann unterhalten sich so welche, kriegt dann immer mit so mit, ne? Die gefragt, hey, bist du der Danny? Und dann will er gerade rausgehen und so, ach übrigens, der darf nur 6 Zoll laufen. So. Ja, genau. Nochmal Seite 83 Regelbuch. Genau. So. Ja. Check out. Peace out. So. Nochmal auf den Absatz 360 Grad, weil er will ja raus. Also nicht den halten, sondern. Und dann macht er einfach einen Abgang. Und der Verkäufer guckt so verträumt, verliebt hinterher. So, boah, das ist immer geil, wenn er da ist. So, hey, der macht mit mir Chuck und so. Ja. So. Endlich war was los. Endlich hier war was los. Ja. Kategorie 4. Geil. Also, meine Kategorien. Die erste Kategorie ist so die Kategorie Fanboy. Das sind Typen, ich habe mir gar nicht so sehr Gedanken darüber gemacht, welchen Status sie jetzt haben oder so, aber die hängen im GW rum, weil wenn Hobby, dann GW. Ja? Da gibt es auch nichts anderes. Die wollen davon auch gar nichts wissen. Wenn du denen mit irgendeiner anderen Scheiße kommst und sagst, ey, das Spiel, das ist so ähnlich wie früher bei GW hier Mordheim war, dann so, was, wenn, dann zocke ich Mordheim. So, weißt du? So, hängen die ganze Zeit in dem Laden rum, sind auch so Typen, wissen alles, wissen, sind schon seit Edition 2, 1987 dabei, keine Ahnung, so, können die alles genau sagen, wissen, ach, die Regel, das haben sie jetzt wieder so und so gemacht, so, hängen nur die ganze Zeit in dem Laden rum, kaufen da auch ihren Hobby-Stuff, machen auch ihr ganzes Hobby da, also die malen nicht zu Hause, die setzen sich dann dahin, malen da, machen so, das ist so die Kategorie Fanboy. Dann gibt es auf jeden Fall die Kategorie... Ist das bei der Kategorie 1? Das ist Kategorie 1, okay. Ja. Vielleicht zocken die da auch mal ein, aber nicht unbedingt. Die sind auf jeden Fall in diesem ganzen Hobby-Ding da und da. Kategorie 1 sind so die Fanboys. Also, das sind Typen, die hängen da in dem Laden rum die ganze Zeit. Übrigens war Akku leer. Damit die nicht hier so. Wenn die Hobby machen, dann nur GW, weil GW ist ja geil und immer hat alles geprägt und so. Also, die kaufen ihren Stuff nur davon, andere Spielsysteme interessieren die nicht und die hängen dann in dem Laden rum, die machen ihr Hobby da, also die malen nicht zu Hause, sondern im Laden. Vielleicht zocken die auch mal ein, aber bei denen geht es gar nicht so sehr ums Zocken. Es geht nur darum, Hauptsache dieser Kontakt zu GW und. Oh ja, so. Das ist noch Kategorie 1. Das ist Kategorie 1. Also auch der Hardcore. GW nur quasi, ja, spezialisiert klar. Nur. Ja, deswegen sage ich ja so Fanboy. Also GW macht irgendwas, bringt irgendwas raus, geil, muss ich haben. So. Irgendwas bringen die raus, was nicht so geil ist, dann sagen die nicht, boah Alter, jetzt haben die aber mal richtig verkackt. So, wobei solche gibt es auch, die sagen, boah, früher haben die viel geileren Stuff rausgebracht. So, aber in der Regel ist dann immer so, boah, nee, das ist aber auch geil, das sieht auch geil aus. So, eigentlich muss ich alles immer anfangen. So, die Kategorie. Ja, also das ist Kategorie 1. Kategorie 2 sind die Typen. Da gibt es jetzt dann Unterscheidungen innerhalb der Kategorie. Manche sind ganz klar Harzer, aber andere, also es müssen nicht nur Harzer sein, es können zum Beispiel auch so Kiddies sein, die einen 10er Taschengeld kriegen, den aber schon für Pokémon-Karten ausgegeben haben. Und die wollen aber eigentlich auch dieses Hobby machen, aber geht nicht so recht wegen Kohle. Die hängen in dem Laden rum. Spielen dann auch da mit der Ladenarmee oder so zum Beispiel, ja, weil da können sie dann zocken. Wenn sie irgendwie was malen wollen, hat hier noch jemand Lettbelcher, so, weißt du, weil keine eigene Farbe mehr, so, also die sind quasi so gezwungen da. Und das gibt es eben auch so diese Schiene,
Ja, wieso? Deswegen hatte ich jetzt Tarzan gesagt. So, die haben eh zu viel Zeit, wissen nicht, wo sie rumhängen sollen. Zu Hause ist auch langweilig und hängen in dem Laden rum. Da sind auch oft diese muckernden Typen dabei. Die aber dann nicht. Die sind immer da. Stuff gekauft haben, die sitzen da und malen auch. Aber haben dann irgendwas angemalt, scheiße angemalte Sachen bei eBay gekauft, wo schon abgebrochen ist. Oh ja, genau. Und entfernen vielleicht noch falsch. Oder malen nochmal drüber. Genau, drüber, ein bisschen grundiert. Am besten auch noch so nach vorne so, ey, hast du noch Grundierung gerade offen? So, weißt du? Jo, stimmt. Ja. Und auch kurz nachdem der Laden auf ist, schon da rein. Schon da rein, schon den Typen hinsetzen und den ganzen Tag da. Versteht mich nicht falsch, es gibt bestimmt auch ein paar Leute, die so ein Schicksal in der Art oder so haben, die echt total korrekt und geil sind. Aber es gibt auch echt so Typen, wo du dir schon denkst, wenn, wo die Tür aufgeht, so auch er wieder, weißt du? Ja, so. Keine Frage. Also das soll jetzt nicht abwerten gegen Hartz-IV-Empfänger sein. Da gibt's, weil ich kenne selber welche, die sind auch völlig korrekt und alles ist gut. Aber es gibt halt diese Extremtypen und die kennt ihr auch. Ja, und das sind auch die, auch direkt. Das sind aber auch die Typen, die leben das so wie dieses Klischee, wie dieses, klar. Wo man denkt, boah, der Arzt Assis. Ja, und es ist ja auch eigentlich egal, weißt du so, und dann da. So. Dann irgendwann, wenn vielleicht mal in dem Laden irgendwann mal so Pizza bestellt wird oder so, gibt es ja manchmal, wenn da so Veteranentreffen oder irgendwas ist oder so, dann so, ja, ich nehme mal so einmal Brötchen, so, weißt du, so. Aber Hauptsache den ganzen Tag da rumhängen und dabei sein, so. Mhm. Also das ist auf jeden Fall eine Kategorie. Und die dritte Kategorie, scheiße, die hatte ich vorhin, noch hier. Ich hatte vier, du hast es jetzt nur zwei. Ja. Die dritte Kategorie sind auf jeden Fall so Typen, oh doch, das ist sogar eine geile. Das sind die genau in dieses Bild reinpassen, wie das, was die Verkäufer haben. Weil es ist ja so ein Verkäufer, der macht ja nicht irgendwas, sondern der hat ja irgendwie wie so ein Skript. Das heißt, der muss nochmal fragen, und hast du noch Grundierung, und hast du hier noch, hast du da noch, so, weißt du. Und diese Typen, die ich jetzt gerade beschreibe, die springen genau darauf an. Also die gehen eigentlich da rein, um sich irgendwie eine Box hier Space Marine zu kaufen und den neuen White Dwarf. Und dann sagt der Verkäufer aber noch so, ja, hast du noch Grundierung? Oh ne, stimmt, Grundierung, ne, nehme ich auch noch mit. So, dann nehmen die, also die machen genau das, die wissen eigentlich gar nicht so recht, was sie haben, was sie nicht haben, springen voll auf diese Verkäufernummer an, kaufen sich so ein bisschen so eine Scheiße zusammen, so von allem etwas und so, gucken sich mal so ein bisschen um, wollen aber eigentlich mit den Typen auch nichts zu tun haben, die da rumhängen. Stimmt, und so. Die wollen eigentlich nur wieder schnell raus und dann in ihrem Heimchen alleine da. Genau, so, das ist auch eine Kategorie. Ja, stimmt. Ansonsten für mich, also man könnte noch immer alles ein bisschen unterteilen, aber im Prinzip passen fast alle Leute, die da sind, passen in Kategorie 1 oder 2, die wenigsten dann noch so wie 3. Aber die Kategorie, die du vorhin als 3 hattest, da zähle ich mich eigentlich mehr auch zu. Ja, du ja auch Kinder hast oder so. Nein, nicht Kinder, darauf Arsch gelegt, drauf geschissen so. Aber einfach machen, reingehen, so, hier ist da holen, sowas, weißt du? Das geht ja dann auch in anderen Läden. Aber diese Kategorie habe ich völlig vergessen, weil die gibt's absolut. Also denen ist das auch Latte. Die bestellen sich dann auch da irgendwas vor oder so halt, ne? Wenn sie da Bock drauf haben, machen sie es halt. Also willst du nicht Kategorie 4 sein, hatte ich mir für dich so... doch, eigene Spezialkategorie ist geil. Ich hab mir gerade nur so gedacht, weil der Eintritt in den Laden ist ja mega. Reinkommen erstmal, bam, die Tür auf. Ja, geil wäre, wenn das beim Rausgehen auch geht, weil raus bist du ja auch bepackt und so, dann gehst du zu der Tür voll davor, aber es funktioniert ja nicht. Du musst dir vorstellen, die Tür beim Reinkommen ist ja schon aus den Angeln, so, und hängt so schief nur noch da an der Seite. Der GW-Typ natürlich ist. Hat den versucht draußen. Ach, scheiße, der kommt wieder. Aber oh nein, meine Tür. Aber der gibt mir gleich High 5 und so. Macht hier voll den Aufriss. Aber dann sind wir hier die Bros. Boah, fuck, scheiß drauf. Soll er die Tür eintreten? Ja. So. Vor allem, er weiß auch schon aus Erfahrung, wenn er die Tür einfach aufmacht vorher, dann ist direkt schlechte Laune. Weil dann komme ich da rein, dann schon. Ich kann das dann auch immer gar nicht beschreiben, aber ich stehe in dem Laden und merke, irgendwann ist hier scheiße jetzt gerade. Und dann gehe ich wieder. Das bringt ja dann nichts. Ja, oder in meiner Daddy-Kategorie-Version gehst du rein, die Tür ist auf, hast natürlich voll den Hals, weil du eben so ein Evil-Typ bist und so cool, spielst du nur Chaos, gehst du sofort zu einem Imperiumsregal und reißt das aus. Genau. Ja, so. Und dann ihr fickt euch. Ihr fickt euch. So, was? Was ist? So, halt so. Geil. Steigerung davon ist noch, wenn irgendjemand mit so einer Imperiumsarmee spielt. Einfach mal hingehen. Aha, so. Einfach mal so irgendwas so umschmeißen, so einen Trupp. So, oder so auch dann immer so ganz abfällige Kommentare, so die spielen so, aha, was spielst du hier?
Ja. Oder hier so ein Imps-Typ und dann geht er da hin und dann so. Und der Typ weiß schon so, boah fuck, was will der hier, was will der? Und dann nimmt der irgendwie so einen Sergeant vom Spielfeld so. Na, für den Imperator, ja? Ja, für den Imperator, ja? Mando! Und er denkt nur, das ist dann wieder so ähnlich wie dieser lange Schweigemoment im Baumarkt. Er weiß nicht, was er jetzt machen soll da. So kann ich jetzt gehen? Darf ich was sagen? Gürteltiermäßig. Und der andere Typ am Tisch, der nimmt nur seine Würfel und geht so ganz langsam zurück, dreht sich um zum anderen, spielt sich um, würfelt so und tut so, als wenn er da irgendwas so, hat das gar nicht mitgekriegt. Ja, genau. Der steht da schön alleine dann. Ja, geil. Dann ist der Typ weg und dann sagen die, weil das sind ja auch Bros, die zwei Nerds, und dann so, hey, du hast doch jetzt mir auch mal helfen können. Und der so, ja, was denn? Ich hatte hier gerade hier so, hast du dein Würfelbrett schon gesehen? Oh ja, so ganz geil. Das ist mega. Das ist geil. Aber gibt es diese Kategorien denn nur in MGW oder auch in anderen Tabletop-Läden? Also in so Hobby-Läden? Weil es gibt ja, wenn auch weniger, aber es gibt ja ein paar Hobby-Läden durchaus. Also unser Lieblings-Hobby-Laden ist... kann man eigentlich jetzt auch so sagen, ne? Ja, ist auch immer noch so. Ist auch so der geilste auf jeden Fall. Wenn einer hier aus dem Ruhrgebiet kommt, irgendwie Düsseldorf, Drachental. Ja, auf jeden Fall. Cooler Laden, auf jeden Fall. Und da kannst du auch so reingehen. Zwar nicht mit Tür auftreten, aber der hat halt alles Mögliche. Ja. Das ist ein geiler Laden, weil der groß ist und der hat voll viel Verschiedenes. Auch so Skirmisher-Scheiße. Ja. Und was wir auch so lieben, der hat so eine Riesenwand. Da hängen Blister-Packs rum. Die sind, glaube ich, von Anno Tuck bis jetzt dato und aber auch von allen Systemen, die es irgendwie jemals gegeben hat, wahrscheinlich. So, ja, und auch so Nischen-Sachen, die du noch nie gesehen hast. Und dann gibt es da noch. Das ist ja das Geile. Und manchmal hängen da fünf Dinger hintereinander, aber es sind nicht alles die gleichen. Nee. Da kannst du nämlich schön durchgucken und dann findest du hinten noch irgendeinen so voll geilen, so, boah, Alter, guck mal, der hier. Ja, so, genau. Weißt du, das ist geil. Das ist richtig geil. Ja. Und dann gibt es auch noch die Billigwühlboxen. Ja, aber so, das ist auch manchmal jedes geil. Jedes Teil 2 Euro, Scheiße, so, boah, Watt, Geländestück, alles da drin und dann wühlst du, weil. Irgendwie ist die Verpackung auf oder irgendwas oder ist ein System, was es nicht mehr gibt, aber kannst du auch geil anders verbasteln für ein Geländestück oder so. Und das ist halt geil für Anregungen, weil ne, du siehst Sachen, die du irgendwie noch nicht gesehen hast, dann gibt es vielleicht auch mal was Neues, wo du so denkst, so, hör, was ist das denn hier? Dann erzählt dir natürlich auch mal direkt irgendeiner, der da rumhängt, so, wieso ist doch das und das, weil es gibt auch da diese Nerd-Typen und Dings und so. Aber trotzdem, das ist ein geiler Laden, da kann man mal hingehen. Und warum ich da speziell gerne hingehe, ist, weil der hat eine riesen Range an Farben und Zusatzstuff. Ganze Airbrush-Range, dann nochmal das gleiche von Airbrush, aber nur in normal, verschiedene Hersteller. Verschiedene, das ist geil. Effektklamotten, Werkzeuge. Also man kennt ja dieses Werkzeugset von GW, aber dann müsst ihr euch vorstellen, da ist noch lange nicht Ende. Da gibt es Millionen verschiedener, auch lustige Sachen, die man echt gebrauchen kann. Und alles auch dann immer auch so, was wir ja auch so mögen, alles so im Bereich so unterm Zehner, wo du sagst, ach komm, dann nimmst du auch noch. Ach, dann ist so billig, nimmst du auch noch. Und dann auf einmal in der Kasse, 280 Euro, dann guckst du so, dann guckst du den Kollegen an und der Kollege schon so, boah Junge, was ist denn da los? So, und dann Karte durch, voll scheiße Lauf, aber ja, geiler Stuff. Und dann kommt der und dann aber so, 320 Euro. Boah, Junge, ja, so. Und der so, boah, fuck, hab ich nicht gedacht, so. Ja. Und aber auch geil, jedes Mal, wenn wir da rausgehen und dann Richtung Tiefgarage so, einer von meinen immer so, boah, schon wieder so teuer. Dann andere, ja, Alter, war aber doch eh klar, oder? Ja, das war so, doch klar. Aber ich wollte mal das Gleiche. Aber und dann kommt aber und ist das aber alles zu entschuldigen, ist dann der Satz so, ja, war geil. Ja, stimmt, ja. Geil. Und dann ist schon ist der wieder geil, das Stuff. Ja. Wenn man dann im Bunker ist und die ganze Scheiße auspackt, so, boah, Junge, oh, dann merkst du erst mal, ja, stimmt, das habe ich ja doch mitgenommen. Das ist geil. Ja. Dann soll jetzt nicht heißen, dass wir hier jede Woche solche Kurse raushauen. Das ist ganz selten, weil das ist auch ein Stück zu fahren. Also, da war immer ein Turnus von 2 Monaten, 2,5. War man dann mal wieder. So, und wir haben eigentlich dann nichts mehr so im GW gekauft, irgendwelche Farben oder sowas, sondern irgendwann war das nur noch so, oder ist das so gewesen, oder machen wir so. Bis auf Grundierung, die kaufe ich immer noch vom GW, weil geilste Grundierung finde ich. Wo ich habe immer noch nicht die von Army Painter ausprobiert, muss ich ja gestehen. Soll ja auch gut sein. Aber so, und wenn man das jetzt mal hochrechnet, in 2,5 Monaten gibt man locker im GW auch das aus, wenn nicht sogar mehr, weil ich finde, ist es einfach teurer. So ein Pöttchen Farbe
hier kosten ja jetzt langsam schon 3,50. Nee, 3,20 so. So. Und Pöttchen mit mehr für weniger Geld hier, ob Army Painter oder Game Color, kriegst du dann da schon für 2,10 Euro oder so. Ja. Na? Ja. Ja, aber auch. Da gibt es dann nicht halt ein GW-Sekundenkleber, wie sie jetzt haben, diese kackkleinen Tübchen. Ja, sondern noch. Dann hast du da eine Range, so von verschiedenen Herstellern, in groß, klein, viel, wenig, sick, slimy. Da dann auch noch Zeug wieder dazu, was du vorher selber auch noch nicht gesehen hast, so was wie dann hier O-Aktivator in groß, klein. So, das ist geil. Muss mal ganz kurz einen gucken, weil. Okay. Achtung! Was denn? Hast du eine Liste gemacht, was du anfangen wolltest? Aber ich muss den reinbringen, habe ich nämlich versprochen. Wem? Sag ich dir gleich. Ich hab eine Frage an dich. Stell dir mal vor, jetzt du bist der Verkäufer. Ich komme in den Laden. Hallo, Entschuldigung. Ja, guten Tag. Guten Tag, ich hätte mal eine Frage. Ich weiß nicht, ob Sie mir da weiterhelfen können, aber... So gehst du in den Laden, Alter? Ja, ich bin da selber manchmal verunsichert, gerade jetzt bei dieser Frage. Und zwar, können Sie mir eigentlich sagen, warum Gummifäuste nur unbehaart verkauft werden? Das ist doch voll logisch, Alter. Ja, dann klären Sie mich da mal bitte auf, weil ich konnte mir das bisher nicht so... Sagst du als Verkäufer, das ist doch voll logisch. Also wenn sie sich schon in den Laden, wie mit dem Namen oben am Laden zu erkennen gegeben ist, Orion betreten, ja, und geil. Sie fragen nach Gummifäusten. Ja? Unbehaart. Unbehaart, weil aus Silikon, Latex... Was soll das denn sein, eine behaarte Silikonfaust? Eine behaarte Gummifaust. Gummifaust. Für das Gefühl vielleicht. Ich weiß jetzt muss ich ihn auflaufen lassen, weil er wollte jetzt eigentlich, sonst ist halt der Pro so geil, das mag ich aber auch wieder an dem, das muss ich immer so sagen. Ich musste ihm dann zuhören und mir die Szene vorstellen, hat er alles schön aufbereitet und dann kam dieses Wort behaarte Gummifaust. Und da hat er jetzt eigentlich gedacht, dass ich dann da so, aber fand ich jetzt nicht so geil. Sorry, Alter, voll der Assi jetzt, ich weiß. Ich kann nichts machen, ich hab's gemacht, aber... Ach so, ja. Ach, das kam von irgendjemandem. Ja, klar. Ey, sorry. Ja, aber sehr wahrscheinlich hat das jetzt nicht so rübergebracht. Sorry. Fuck. Ich hoffe, dass du jetzt da sitzt und wenigstens so, boah, Danny, du Vollidiot. Da hast du jetzt so scheiße. Das ist doch klar, dass er da jetzt nicht so. Also, behaarte Gummifaust. So, es war ja nur, weil wir hatten ja gesagt, schreibt runter und so weiter. Boah, wo steht? Ich hab nichts da gesagt. Da stand auch nirgendwo runter. Das war im persönlichen. Nachrichten vor. Und dann wollte man, dass du mich nach einer persönlichen Auftrag, Daddy an Pfeife fragen, warum werden Gummifäuste unbehaart verkauft? So. Also meine Theorie ist ja immer noch, es hat mit dem Gleiteffekt zu tun. Okay. Also entweder mag mich jetzt einer da draußen nicht oder dich nicht. Wieso? Ja, weil das jetzt sehr wahrscheinlich nicht zu dem Gag geführt hat, den du dir erhofft hast. Ich weiß gar nicht, ob es um einen Gag geht. Es geht einfach nur darum, dass wir Wünsche der Community hier aufgreifen. Ah. Und es ist ein Geben und Nehmen, haben wir schon, glaube ich, einmal gesagt. Ja, aber ich dachte, ja, ich wusste ja nicht, dass das so war. Ich habe keine Ahnung. Also welche Gummifäuste natürlich geil sind, das sind ja die von der Big Bang Theory. Diese Hulk-Fäuste. Die Hände. Also so Hände. Das sind ja auch Fäuste. Ja. Das sind ja so. Ja, doch, stimmt. Ja. Die finde ich cool. Weißt du jetzt nicht, was das hier mit zu tun hat, aber ja, wollte die Situation jetzt mal so schlecht retten. Cool, gelungen. Ja. Ja. Einzelhandel. Hat ja was gesagt von Autoverkäufern. Damals noch gar nicht. Ja, Autoverkäufer ganz komisches Völkchen. Ja. Weil die wollen ja schon die Scheiße andrehen, bis zum Verrecken, ne? Weil Provisionen und alles hängt davon ab. Also ich war letztens mit meinem Auto hier wieder große Inspektion, habe ich dir ja gesagt. Also nicht die ganz große, sondern aber es war schon eine größere. Auch geil, es gibt...
die Großinspektion und noch die ganz große. Ja, ja. Ja, klar. Auf jeden Fall schon eine, die wehtut. Ne? Mhm. Wo du sagst, boah, fuck. Boah. Das sind Sachen, wo du eigentlich nie dran denkst. Eigentlich denkst du immer, das Auto fährt ewig und muss auch nichts machen außer tanken, aber dann kommen ja immer wieder diese Scheiße. Weißt du, was ich meine? Diesen Kack. So, auf jeden Fall wollte der mir dann später noch so eine Versicherung verticken. Irgendwie, wie lief die ab? Ich bezahle monatlich 30 Euro und habe dann eine Versicherung, da ist dann irgendwas mit Ölwechsel und bla 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 und hin und her und blablabla. So ein bisschen Kleinscheiße mit drin. Ganz komisches Ding. Und ich habe das abgelehnt, weil wenn ich es dann mal hochgerechnet habe, hätte, wäre ich eigentlich auf einen teureren Preis rausgekommen, als wenn ich das einfach mir selber so vornehme. Ich fahre da hin und mache dann diesen Wechsel und so. Irgendwas war da so ganz komisch. Auf jeden Fall war es am Ende eigentlich teurer. Mhm. Es sah nur auf diese kleinen Beträge billiger aus am Anfang als... Achso, er hat es mir damit schmackhaft gemacht, weil dann könnte ich meine letzte Inspektion, die ja schon größer war, mit da rein verrechnen. Dann hätte die mich nichts gekostet, aber ich hätte diesen Vertrag dann an der Backe gehabt, wo ich monatlich 30 Euro und der hätte dann 2 Jahre dann gegolten. Also. So, da habe ich lieber gesagt, so erstmal so, boah, anstatt jetzt, sage ich mal hier, 450 Euro zu zahlen, lieber jetzt nur 30, ist ja eigentlich geil, aber dafür hast du dann 2 Jahre diesen Vertrag an der Backe. Und genau, und wenn man sich dann aber den Intervall angeguckt hätte, wann die nächste Inspektion gewesen wäre, wäre also 24 mal 30 Euro gewesen. Aber dieser neue Intervall durch diese Kilometer wäre dann sehr wahrscheinlich erst nach Ablauf oder ziemlich zum Ende dieser Zeit gewesen, weil ich relativ wenig Kilometer jetzt fahre. Und somit wäre das viel teurer gewesen am Ende. Weil wenn du überlegst, hier 30 Euro mal 24, ne? Also schon allein 20 wären ja schon 600 Euro, bist ja schon, also völlige Scheiße. Und der wollte unbedingt, dass ich diesen Kackwisch da unterschreibe und dann war das schon irgendwann mir, war das schon unangenehm. Da hast du richtig gemerkt, da will einer so dir die Scheiße andrehen. Ah, überlegen Sie nochmal, nehmen Sie den Vertrag nach Hause, dann war ich zu Hause, dann hat er mich nochmal angerufen. Das ist immer assi. So, weißt du, ja. Und das war schon so, boah, Alter, was ist jetzt? Brauchst du nochmal hier 500 Euro diesen Monat extra oder was gehen wir von den Backen hier, der Scheiße, so. So, und das war auch das, wo ich dann gesagt habe, wir, demnächst will ich einen anderen haben. Die gehen ja, aber ich denke mal, die meisten sind so. Ja. Man will ja den Kunden binden. Weil, so, dann wenn er mich schön klar, die nächsten 24 Monate, wenn, dann ist der hier. Richtig. Und nicht irgendwie so. Das ist auch, glaube ich, ein großer Hintergrund. Und der wird sehr wahrscheinlich davon, jedes Mal, wenn er so ein Ding vertickt, kriegt er dafür auch einen Riss. Ja, sicher. Am Ende des Monats so. Ja. Oder kommt selber in so eine andere Kategorie, dass so von wegen... Superseller. Ja, so. Dann kriegst du auch so ein Bild an der Wand. Geil. Ja, Verkäufer des Monats. Ja, klar. Mega. Wenn du das 5-mal hast, Junge, dann kriegst du das Große. Mit Goldrand. Genau. Mit Pokal. Pokal auch, ja. Wanderpokal. Da kannst du dir, eben. Immer der hat den, der die letzten 5 Male... Boah, der Günther hat den schon 3-mal auf seinen Schreibtisch. Der steht immer beim Verkäufer vorne so drauf und dann auch mal die Kunden so, so wissen so, ja, hier bei mir sind sie richtig so, weißt du. Oh, geil. Herbert, da haben wir, glaube ich, den guten Herrn. So. Herbert weiß schon genau Bescheid, boah, fuck, das ist hier der Mega-Verkäufer, der dreht uns gleich alles an. Ja. So, die Olle checkt das nicht und dann klimper schon zwischen denen, so geht da irgendwas ab, Alter. Der Herbert hat schon keinen Bock mehr. Ja. Der will das schon eigentlich wieder, der will das schon zum Hyundai-Händler gehen. Mhm. Scheiß auf Audi, hier Hyundai. Klar. Weil die haben keine Kohle hier so richtig auf, weil da alles billig ist, haben die Verkäufer auch nicht diese Schulung und gehen ja auch nicht so auf den Sack. Ist ja eigentlich ein Vorteil. Ja, klar. Ja, Autoverkäufer, war jetzt eine Geschichte von mir, also das habe ich erlebt. Du hast ja ziemlich Glück, weil du erzählst mir immer voll geil, der Typ... Ja, der Manier, der ist geil. Ja. Und der ist jetzt auch wieder da, der war nämlich zuerst weg, aber jetzt ist er auch wieder da. Ja, das ist mega. Montag bin ich auch da, Junge. Dann mal gucken. Ja, wollen wir mal sehen. Ich muss noch mal ein Stück spulen eben.
War immer geil, wenn du den hältst. Oh ja, oh nee, mach das nicht. Oh, das oh geht, Junge, das, geht das kann ich jetzt nicht hier machen. Okay, war nur angedeutet. Vielleicht kann ich es auch machen. Ja, das ist laut leise. Mhm. Ah! Geil, das funktioniert alles. Ah, nee, ich hab ja nur aufgehört. Das war ja fake, nochmal. Ah! Du Pisser! Das muss ich alles einstellen. Oh, das wird wieder ein Rumgeklick in dem scheiß Schneidprogramm. Ja, aber geil. Ja, aber geil. Und Achtung! Mega. Mega. Achtung! Oh, jetzt ist Ende. Ja. Ich würde auch sagen, jetzt ist Schluss, oder? Haben genug gelabert. Ich hoffe, wir haben euch wieder ein bisschen was erzählen können. Und, ja, neue Einblicke gewährt auch in wichtige Themen. Also die meisten die schreiben ja, sie gucken das dann beim Malen. Mhm. Einfach so laufen lassen und, ne? Das finde ich auch cool, Jungs. Ja. Also sich jetzt wirklich ernsthaft hinzusetzen und das auch noch anzusehen. Und ist so ja völlig... Zwei Hackfressen braucht man nicht sehen. Aber hören, ja. Geil. Das ist ja das Gute, weil da kannst du malen. Ja. Wie gesagt, das Problem habe ich du ja... Du musst gar nicht da hingucken. Bei Bad Reports gehabt, wie Hörspiel. Da musst du ja eigentlich auch mal wissen, was machen die denn da. Sonst, das habe ich jetzt... ich habe früher voll gerne Bad Traps immer geguckt. Aber... Inzwischen ist das bei mir auch so ein Bad-Trap, weil ich das auch fast nur fürs Hören nehme und das geht mir inzwischen dann echt auf den Sack, weil du musst tatsächlich irgendwann mal hingucken, sonst kannst du dir das auch sparen. Ich hatte das ein paar Mal selbst bei den geilen Mini-Wargaming-Dinger hier so mit erzählerische Kampagne und so. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, so ey, ich habe jetzt schon eine halbe Stunde nicht dahin geguckt, dann gucke ich irgendwann dahin, denke mir so, hä? Was machen die da eigentlich gerade so? Voll scheiße und bin voll raus. Und dann kommt der Punkt, wo ich mir denke, eigentlich musst du überhaupt gar keine Bad Traps gucken. Also irgendwie, keine Ahnung. Guckst du keine mehr? Im Moment irgendwie nicht. Ich habe jetzt mal, da sind wir nochmal, ja, so indirekt beim Tabletop. Ich habe mir so ein paar Videos angeguckt, so, eigentlich sind es dann eher Replays hier von Dawn of War, so. Ist gar nicht so unspannend, sich sowas anzugucken. Problem, da musst du die ganze Zeit, weil das ist völlig bescheuert, wenn du dir eben, weißt du, da geht voll die Action irgendwie ab. Grafik geil, alles fett und du willst so einen Strich so und kriegst da nichts von mit, das ist völlig gekloppt. Ja, aber sonst, so Bad Raps habe ich schon länger nicht mehr geguckt. Ich habe einen geilen Filmtipp für euch, den bringe ich deshalb jetzt hier ein, weil wir uns da gleich vielleicht auch mal dran machen. Und zwar folgendes, habe ich nämlich rausgefunden. Früher habe ich immer gerne, weil wir hatten ja irgendwann schon mal Thema Serien und Zeug und so, was ich unheimlich gerne immer geguckt habe, als ich klein war, war Perry Mason. Das war ja schon uralt, als ich klein war und in schwarz-weiß und Dings, aber ich fand das super geil. Ich fand den Typen super geil, also den Raymond Burr hier, den Perry Mason halt. Und die ganze Serie war geil. Also er als Anwalt, aber immer so, er ganz abgeklärt, er weiß alles so. Fand ich super geil, voll die Show immer und so. Und dann habe ich rausgefunden, es war jetzt von 66 oder so, also richtig alt oder so. Es gibt Perry Mason ja aber auch in neu. Also jetzt, okay, das letzte war von 93, aber im Vergleich zu 66 neu. Das heißt, der hat ja dann irgendwann nochmal in alt, als alter Sack oder so, haben die nochmal so dieses Columbo-Format, also so anderthalb Stunden oder so Folgen gemacht. Und Minispielfilm, keine Ahnung, wie man das nennt. Habe ich mir einen reingezogen von... Und habe danach realisiert, den ich mehr reingezogen hatte, war der letzte, den es gab, von 93. Aber davor, also zwischen 86 und 93, gab es eine ganze Reihe davon. Also die haben nochmal quasi richtig... Ein Revival quasi. Ja, und genau das würde ich mir an eurer Stelle alles reinpfeifen. Das muss man nämlich auch. Ja, aber ist jetzt die Frage, kann man das auch ohne immer hinzugucken? Also, oder ist das was, wo du... Ja, ich meine, ist ja richtig Film und so. Also geht viel über Gehör, weil viel laber. Aber man sollte alleine deswegen hingucken, weil da so geile Styler-Sachen drin sind, die heute einfach nicht mehr gehen. Ich finde das eh immer lustig bei auch so alten Serien, so Krimiserien. Hat irgendein Polizist irgendein Problem, ist nichts mit Handy. So musst du erst mal gucken, wie die jetzt telefonieren kannst. Ja, am geilsten ist, wenn die dann eine öffentliche Telefonzelle suchen. Und nochmal eben, haben Sie mal hier eben Viertel, war bei Perry Mason auch so. Ja, ich habe nur einen Dollar, haben Sie mal eben zwei Viertel-Dollar-Stücke, ich muss da einen anrufen. Ein so. Quarter. Ja, voll geil. Ja. Mega, Junge. Das ist geil. Also, das könnte man mal machen. Mal gucken. Also deshalb sage ich jetzt mal, ich bin hier raus. Ich mal noch ein bisschen. Nee, ich bin auch raus.
wie du willst. Ja. Nochmal zum Schluss, nochmal einpacken. Achtung!